Hallo und herzlich willkommen bei Ahnenforschung Tobolka. Wie ihr hier seht, geht es heute wieder ums Transkribieren. Ich habe euch hier schon einen Text vorbereitet, den wir gemeinsam transkribieren werden. Heute geht es um die Verwendung von einem Textverarbeitungsprogramm. Ich verwende dafür Word in der Version 2013. Falls ihr das nicht habt und es euch auch nicht zulegen möchtet, es gibt eine kostenlose Alternative mit Writer, das wie Calc Teil des OpenOffice-Programms ist, beziehungsweise LibreOffice oder Apache OpenOffice. Mit Textverarbeitungsprogrammen lassen sich aber nicht nur zusammenhängende Texte transkribieren, sondern man kann damit auch Kirchenbucheinträge transkribieren. Und da habe ich für euch einen vorbereitet, mit zwei Besonderheiten. Er ist erstens in Latein. Das heißt, wir werden nicht nur transkribieren, sondern auch übersetzen. Und er beinhaltet mehrere Abkürzungen. Und da werde ich euch zeigen, wie ihr diese auflösen könnt und mit welchen Stilmitteln ihr auch persönliche Anmerkungen hinzufügen könnt. Aber ich denke, wir fangen jetzt erst einmal an. Ja, ich habe euch die Transkription vorbereitet, möchte euch aber vorher den Text vorlesen. Und vor dem auch noch ein bisschen was über Ferdinand Kieler erzählen. Das ist nicht viel. Der Ferdinand Kieler war der erste Ehemann meiner Stiefurgroßmutter. Und diese Stiefurgroßmutter war eine Maria, eine geborene Valenta. Das ist ein Name, der hier auch vorkommt. Also der Nachname. Und diese Maria hat dann den zweiten Ehe meinen Urgroßvater geheiratet. Ich stamme aber aus dessen ersten Ehe ab. Aber diese Maria Valenta, der habe ich den Garten zu verdanken, auf dem jetzt unser Haus steht. Gut, was sagt dieses kurze Testament? Mein letzter Wille. Im Besitze meines vollen Verstandes schreibe ich folgende letztwillige Anordnung nieder. Als Erben meines gesamten mobilen sowie immobilen Vermögens setze ich die Stieftochter meiner Schwägerin, Mathilda Valenta in Wien ein, und zwar Mizi Valenta. Niemand hat das Recht, meinen letzten Willen anzufechten oder einen Anspruch auf ein Erbteil zu erheben. Dieser letzte Wille wurde von mir verfasst und eigenhändig niedergeschrieben. Litau am 1. Oktober 1938, unterschrieben mit Ferdinand Kieler. Und jetzt zeige ich euch meine Transkription. Wie ihr hier seht, man wird es dann nach rechts schieben, nach links. Habe ich das zeilengenau transkribiert? Also wenn hier eine Zeile zu Ende ist, ist es in der Transkription die Zeile auch zu Ende. Und ich habe es buchstabengenau transkribiert. Und Word mag da ein paar Sachen nicht. Hier zum Beispiel wahrscheinlich ein M weniger. Hier die Abteilung, das ist wie im Original, das ist eigentlich Anführungszeichen. Und verfasst, in der neuen Rechtschreibung schreibt man das mit 2 S. Und hier unten habe ich eine Anmerkung geschrieben in eckiger Klammer, dass es sich bei Ferdinand Kieler um die Unterschrift handelt. Dies ist hier eigentlich sehr schön zu lesen. Es kann aber passieren, dass die Unterschrift gar nicht zum Lesen ist. Dann würde ich hier nur Unterschrift hinschreiben und den transkribierten Namen weglassen, weil ich ihn dann wahrscheinlich nicht lesen kann. Und auf dieselbe Art und Weise kann man jetzt auch Kirchenbucheinträge transkribieren. Ich habe euch hier einen vorbereitet. Wie ihr seht, wir sind bei Acta Publica.eu. Das ist die Archivplattform des Archivs Brünn. Wir sind im Dorf Kutscherauf. Das Buch hat die Signatur 12769 und wir sind hier auf elektronisch auf Seite 2. Im Kirchenbuch haben wir die Seite 1 und im Jahr 1682. Das hier ist der erste Eintrag. Das sind zwei Sachen zum Sehen. Erstens mal, wir haben hier Zeilen und zweitens, der Eintrag ist auf Latein. Ich habe hier auch eine Transkription vorbereitet. Das wäre ja oben die wortwörtliche, unten dann die Übersetzung. Und hier seht ihr dann eine runde Klammer.
Hier unten auch wieder eine eckige, also eckig ist immer eine Anmerkung. Rundklammer ist dann hingegen die Auflösung der Abkürzungen, wenn wir uns das noch einmal anschauen. Haben wir hier ein Leg, ein Con J und hier das ist PP. Das sind die drei Abkürzungen in diesem Eintrag. Leg, das heißt Legitimus, also legitim. Conjux, Con J ist Conjux, das ist, bezieht sich auf den Kaspar und auf die Anna, dass die beiden eben verheiratet waren. Und PP, das ist die Abkürzung, die steht für Perige Perige und das heißt übersetzt, hier geht's weiter. Also da ist die Zeile zu Ende, hier geht's weiter. Unten stehen die Namen der Paten und wo sie herkommen. Koslana, das ist der Ort. Darum haben wir Kotzlan, also das ist eigentlich dasselbe Ort. Und in der Transkription habe ich dann als Anmerkung in eckiger Klammer dazu geschrieben, wie man den Namen heute schreibt, Kotzlani. Gut, der nächste Eintrag stammt von Matricula aus der Pfarre La See. Hier ist das Buch auf Seite 166 und das ist auch im Kirchenbuch die Seite 166. Und ich möchte euch diesen Eintrag hier zeigen. Der unterscheidet sich ein bisschen vom vorherigen. Es sind keine Zeilen, sondern Kästchen. Was hier fehlt, sind die Querstriche. Die muss man sich halt dazu denken. Und auch hier gibt es eine Transkription. Das schaut jetzt auch ein bisschen anders als vorhin. Wir haben hier zwar wieder die Auflösung der Abkürzungen, in eckiger Klammer die Anmerkungen meinerseits. Und hier unten haben wir eine Fußnote. Wenn wir uns nochmal den Eintrag anschauen. Ich nehme jedes Kästchen hier für eine Zeile. So. 24, 1, Noct ist die erste Zeile. Dann haben wir Lasse 5 Jakobus. Wenn wir wieder zurückgehen auf den Eintrag. Lasse 5 Jakobus. Und hier Andrea A. Abkürzung geht also Abkürzungsstrich, also geht in der nächsten Zeile weiter. Das habe ich dann nicht wie im vorigen Beispiel die Zeile abgekürzt, sondern ich schreibe dieses Kästchen einfach ganz normal ab. Ja, hier seht ihr dann die Auflösung der Abkürzungen. Also Witz heißt Vicinus, das heißt Nachbar. Da unten ist die Übersetzung. Ibidem heißt hier. Ux, Uxor ist die Ehefrau. Eos, seine. Und das gleiche dann bei den Paten. Idem, das ist dieses hier, das heißt dasselbe wie oben. Das heißt, ich habe dann in eckiger Klammer das eingetragen, was im Eintrag davor zu lesen war. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, was dieses P genau heißt. Ich vermute aber, darum der Anmerkung, dass es Pater heißt. Parochos heißt Pfarrer oder auch Pfarrer, aber in dem Fall wird es der Pfarrer sein. Es könnte auch sein, dass es Pater Josephus ist, der Pfarrer von dieser Pfarre. In eckiger Klammer hier, dass Jakobus eigentlich der Jakob ist, kann man dazu schreiben, muss man nicht. Man kann auch Josephus oder Jakobus lassen. Noctem ist die Nacht, also wenn wir uns den Eintrag nochmal anschauen. Geboren am 24. um 1 Uhr nachts. Welches Monat muss man da noch hinaufschauen? Hier steht der Juli. Also am 24. Juli um 1 Uhr nachts ist dieser Jakob geboren worden. Und jahrmäßig sind wir da, glaube ich, 1780. Schauen wir auf die nächste. Seit 1780, hier sind die 80 und hier die 17. Ja, und auf diese Weise
Können wir eigentlich alle Kirchenbucheinträge auch als Text transkribieren? Und auch zusammenhängende Texte lassen sich leicht übertragen. Was ich euch bei Word noch zeigen möchte, wenn euch diese rote Unterstrichungen stören, dann gibt es die Möglichkeit, dass man das ausschalten kann, und zwar unter Datei, Optionen und Dokumentenprüfung. Das sind die diversen Kästchen, die jetzt alle eingeschalten sind, und was man halt nicht haben möchte, kann man ausklicken. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr für eure eigene Arbeit etwas mitnehmen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, stellt sie gern in den Kommentar zum Video. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben. Ich bin aber auch bei Facebook und bei Twitter. Und wenn ihr mir bei Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt, dann steht uns auch der Messenger zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den einen oder anderen Daumen hinterlässt oder wenn ihr das Video teilt. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.